Willkommen zurück zum FIFA 19 Karrieremodus mit Sonnenhof Groß Aspach. Ich habe übrigens herausgefunden, warum ich im letzten Spiel, mitten im Spiel, eine andere Aufstellung hatte. Und zwar kann man, wenn man in dem Menü L2 drückt, die Varianten verändern. Wenn man auf Offensiver oder Defensiver geht und das und so spielt, dann verändert sich das mit. Und auf ausgeglichen ist es halt so, wie du es einstellst. Und bei der, wenn du das dann halt veränderst, dann verändert sich die Formation auch. Hier können wir zum Beispiel, was ist das für eine Taktik? Sehr defensiv, die Aufstellung kann man bearbeiten, kann man sagen, yo, ich mache hier, Moment, ich mache hier wirklich mega defensiv. Diese Aufstellung sieht gut aus. Zack. Und dann kann man das verändern. Fer, Röttger, ist er schnell? Binakaj. Den hier würde ich dann eher da hinmachen, den Baku, der macht das ja ganz gut. Ja. Strategie bestätigen. Da konnte man doch noch irgendwie so machen. Langer Ball, Defensivstil zurückfallen lassen. Kann man das irgendwie verändern? Defensivstil ständiger. Das sieht gut aus. Ausgeglichen. Druck nach Fehlern. Pressing nach Ballverlust. Ah, das ist ein bisschen gefährlich. Zurückfallen lassen ist schon ziemlich gut. Machen wir so, damit wir hier auch ausgeglichen haben. Ja, sehr tief natürlich. Offensivstil, schneller Aufbau bitte. Ja, so ist in Ordnung. Ja, das ist auch in Ordnung. Ja, da müssen wir schon ein bisschen. Das ist alles in Ordnung. Für sehr defensiv ist es auf jeden Fall sehr in Ordnung. Die Anweisungen sind bitte. Oh Gott. Da nehme ich mir irgendwann mal die Zeit, das richtig zu machen, nach und nach. Huch, was habe ich da gemacht? Zack. Defensiv, flach, ausgeglichen. Auf jeden Fall wollte ich das zeigen. Hier sehr defensiv und sehr offensiv werde ich jetzt bearbeiten und der Rest kommt vielleicht mal nach. Diese Ausstellung finde ich für sehr offensiv sogar gut, muss ich dazu sagen. Taktiken, defensiv, ständiger Druck. Ja, ständiger Druck. Verteidigung, wenn man ein bisschen breiter, je nachdem. Tiefe. Tiefe ist das sehr offensiv. Sehr offensiv, ganz nach vorne. Na gut, müssen wir schon am Mann dran sein, ne, würde ich sagen. Ich habe wirklich keine Ahnung, was das, was für leichte Bälle, wenn wir offensiv spielen, was ist das denn? Breite, nicht so breit bitte. Spieler im Strafraum. Ja, im Strafraum müssen dann alle rein, ja eigentlich. Okay, einer vielleicht. Hä, wo ist der Unterschied? So finde ich gut. Ecken auch, Freistöße auch. Das ist ziemlich cool. So. Das wollte ich halt. Ja, möchte ich. Das bietet echt viele Möglichkeiten. Ich finde, das ist ziemlich gut an FIFA geworden. Und jetzt gehen wir mal weiter, denn im nächsten Spiel erwartet uns ein Brocken seinesgleichen, und zwar der FCK. Achso, hoch. Ich dachte, ich habe alle. Ja, Trainingsverletzung. Übertreib bitte irgendjemand Dummes. Dominik Pelikan. Der Pelikan, den muss ich mal wieder hier. Der ist in der Startelf. Wieso ist der in der Startelf? Da hat er gar nichts zu suchen, der Junge. Nehmen wir mal den Jüllich mit. Jüllich. Ist der defensiver? Nee, Jüllich ist gar nicht so defensiv. Der Bösel ist da schon ein bisschen besser.
Der Burger. Geringer haben wir schon ganz gute drinne. Und Uwusu. Warum sind die, warum stehen die so komisch? Warum ist Baku in der Mitte? Und warum ist er, der Uwusu draußen? Habe ich mir dabei was gedacht? Ah, keine Ahnung. Finde ich gut. Bleibt jetzt einfach so. Wobei ich den schon besser als Herrscher finde, da, sollte man mal drauf eingehen, ne? Was haben wir mit dem Jiregiza? Okay. Jiregiza, keine Ahnung, wie man den ausspricht. Ja, das möchten wir speichern. Und gucken, was unser nächstes Spiel so sagt. Jan-Marc Schneider, wir können alle wir machen. Ich habe noch gar keinen Spieler gekauft, ne? Der war, glaube ich, viel zu krass. Benedikt Kirsch, wie viel hatte der? Was hatte der für eine Wertung? 63. Dafür ist der 22 Jahre alt. Kommt von Greuther Fürth. Ist nicht so teuer. Ich finde, das Celebi, Alter, den müsste ich mir aus Prinzip schon kaufen. Sam Schreck. Hinterseher, Exlager, Sattemeier, Timo Pertl. Balmer. Dras, Kliment. Revisic, Pörschek, Yildirim, Danne, Knöll, Bittig. Ich kaufe mir den jetzt einfach, damit ich noch einen zentralen Offensiv. Ich brauche einen zentralen Offensiven, ne? Habe ich da nicht einen hier irgendwie schon gescoutet oder so? Den hier zum Beispiel, das dauert noch 4 Tage, das dauert auch noch 4 Tage, genau, und der auch. Ja gut, dann müssen wir wohl in das Spiel jetzt erstmal reingehen. Denn in 4 Tagen, dauert ja jetzt hier noch nach dem Spiel. Alles klar, dann gehen wir doch mal rein. Sollenhof Groß Aspach gegen der erste FCK. Hauptsache, die haben einen Stern auf dem Trikot. Wofür steht denn der? Okay, alle sind fit. Der ist nicht gut drauf, der Biener. Warum ist das so? Ich habe das doch verändert. Hauptsache, der stellt den immer woanders hin. Ich finde sowieso, den sollten wir jetzt mal eben... Wir tun mal den Stürmer hier mit rein. Wir haben noch Uwusu, der kann auch im Sturm spielen. Zur Not, wenn wir das brauchen, als Auswechslung. Versuchen wir das mal mit dem schnellen Mann hier. Als zentral offensives Mittelfeld. Und dann kann es losgehen. Angriffsszenarios. Das war ja easy hier jetzt. Boah, habe ich gesagt und war dann trotzdem noch ein bisschen knapp. Warum ist das so dunkel? Boah, es sind ja 1000 Stück. Boah, hätte auch klappen können. Boah, boom, hört ihr den Schuss? Ach, verdammt. Ich muss das unbedingt leer mit diesen, Time-Finishing da irgendwie. Oh, wie konntest du den denn daneben schießen, Junge? Bam! Und dann schießt man auch wie ein König. Das ist okay, ey. Aber der schießt ja wie eine Bombe, ey. Bam! In Kürze. In Kürze gegen den ersten FC... Ersten FC Kaiserslautern? FC Kaiserslautern auf jeden Fall. Bam, bada, bam, chicka, bam, 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 bam. Die waren auch mal deutscher Meister, soweit ich weiß, oder? Irgendwie so 2002 oder so. Ich weiß, dass der gute Miro Klose daherkam. Das war mein Lieblingsspieler aus alten Zeiten. Ja, auf jeden Fall seht ihr unsere Elf. Mit den wunderschönen roten Trikots. Nett am Abklatschen. Der Kameramann steht starr. Die bilden sich bestimmt was auf ihren Stern ein, so. Nein, keine Ahnung. Da steht das für diese Meisterschaft. Ach, 4. Haben die 4 Meisterschaften gehabt? Hauptsache, man hört richtig alles, so. Klatscher und so. Hi, hi, hi. Hey, das sind unsere Fans vom großen Sonnenhof. Und unsere Aufstellung natürlich. Wir sind anscheinend zu Hause gerade. Schön bergig hier.
M wie Budulu. Wie Budulu. Wie du Budulu. K Broll. E Moll. Esel und der Dick und der Bergmann und der Löhmannsröben und Sternberg ist dabei und Kraus und Zuck und Pick und Elias Huth ist auch dabei. Mit der schönen Aufstellung mit zwei Stürmern. Und los geht's. Macht ein gutes Spiel, Jungs. Ich will stolz auf euch sein. Wow! Wir spielen natürlich wie immer auf Legende. Okay. Ich glaube, ich habe den nicht gesehen. Ich meinte den anderen, aber... Nein! Hätte ich das gewusst. Kennt ihr das? Dann drückt ihr Pass. Wow, Pick. Mach mal einen Pick mit mir. Ah! Bam, Choroba mit einem klasse Zweikampf. Der Pick, der wirft den Ball zu Löhmannsköben. Der zu Dick. Der zu Thiele. Der flankt erstmal früh rein. Aber das wurde nix. Der Baku, der gefällt mir. Den kann man gut bewegen. Komm schon, das hätte doch auch klappen können. Sternberg, Zuck. Spalvis, oder wie man den nennt. Spalvis. Witztum mit einem... Warum hast du das gemacht? Ich habe nicht mal dahin gedrückt. Zack. Schöner Zweikampf und sie pressen. Sie kriegen direkt den Ball wieder zurück. Ich muss da noch ein bisschen dran arbeiten, dass ich da ein bisschen ordentlicher Pässe spielen kann. Komm schon. Junge. Ja, macht er schon hier was? Zack. Jawohl. Schöner Pass auf außen. Schöne Flanke am langen Pfosten. Ah, schade. Ha, Thermann hat ihn verarscht. Aber wurde weggedrängt. Und das ist ein Freistoß. Du böser Junge, du. Pass das nächste Mal auf, wie du faulst. Was war das für eine Flanke? Standardsituation war noch nie meine Stärke. Anscheinend bin ich so generell noch gar nicht so gut in FIFA. Ich dachte, vielleicht legt sich das, wenn ich hier ein bisschen zocke mit euch. Wam! Schöner Pass. Nach da. Aber das war ein ziemlich schlechter Pass und ich sollte mal ein bisschen ruhiger spielen. Schnell zum Torwart. Ich dachte gerade, der nimmt den nicht. Boah, da ganz, ganz hinten. Spielen die voll auf Offensiv oder was ist da los? Komm schon, lauf. Junge. Ich dachte, er läuft nie. Ach, Mann, komm schon. Höp. Ah, schade. Erste Torschuss von den ehrenwerten Baku. Das könnte der Spieler der Saison werden bei uns. Ich habe da ein gutes Gefühl. Sternberg zu Baku. Oh Mist, das war richtig schlecht. Ich dachte, ich zieh mal ab, aber das kann ich vergessen. Komm schon, ey. Auf was für eine Dings spielen die denn? So, schön nach außen. Boah, jetzt sind wir in der Überzahl. Komm schon. Warum läufst du denn nicht? Und da hat er schön den Zweikampf gewonnen. Ach, Mann. Ich dachte, er kann nochmal zurücklegen. Hat nicht so gut funktioniert. Was soll ich machen? Anscheinend spiele ich mit Flanken. Und der Baku, der haut den auf Kopf, aufs Tor. Aber der Hesel, der hat gut gehalten. Er war auch ein bisschen zu sehr auf den Torwart. Komm schon. Boah, da hat er mich ausgetrickst. Da hat er mich ausgetrickst, der Junge. So. Schön. Nein. Nein, nein. Ich habe aus Versehen gedrückt. Ich wusste nicht, wo ich hinspielen soll, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber gut gehalten von Broll. Das war eine Glanzparade. Heftig, ich kann nichts machen. Was ist da los? Wo sind die Leute? Spielen die auf Offensiv hier oder was? Seht ihr das? Ich kann überhaupt nichts machen. Woran liegt das? Spiel ich zu langsam oder? Scheißegal. Ich werde trotzdem mit Glück gewinnen. Ich sag's euch. Thiele, ja, schön gemacht, Thiele. Du bist unser 12. Mann. 13. Natürlich sind die Fans der 12. Wo spielst du hin, junge Mann? Oh Mann, ey. Das kann ja noch mal was werden hier. Thiermann! Muss anders spielen irgendwie. Wow, was macht der? Warum hat er das gemacht? Manchmal hasse ich dieses Spiel. Da. Komm schon, lauf, Digga, lauf. Ach, Mann. Ich muss, glaube ich, mal auf defensiv schalten, einfach weil die stehen sehr weit aufgerückt, die Kaiserslautern-Spieler. Und der Löhmannsröben. Und dann zu Pick. Und dann zu Thiele. Und dann zu Pick. Und dann zu Thiele. Oh Gott, warum habe ich das gemacht? Weißt du, der kann hier einfach so durchchillen. Und wenn ich raufgehe, dann komme ich nicht an den Ball. Das hasse ich auch immer. Und da ist niemand. Wieso ist da niemand? Ist da jemand? Ist da jemand? Aber wir sind auch der Underdog. Wir haben die erste Halbzeit überlebt. Ich will, dass ihr mich natürlich begleitet und seht, wie ich besser werde. Das jetzt, das ist ja noch nicht zu ertragen. Ausgeglichen. Wieder zurück. Guter Zweikampf. Herr Leist. Komm schon, lauf. Ach Mann, was war das denn auch für ein Pass, Junge? Oh, da könnte ich ausrasten, dass ich so schlechte Sachen mache. Oh mein Gott, der Fair, der Junge, der... Oh, schöne Antäuschung. Oh, meine... Komm schon. Ah. Pick. Hallo, warum zeigst du denn diese unsichtbaren... Ich wechsle dahin als nächstes Block auch nicht da an, wenn du da nicht hinwechselst. Nein. Oh. Puh. Schüttelt euch mal ein bisschen, ey. Schafft ihr schon. Der Herr Pick. Zuck. Bergmann. Dick. Pick. Dick Pick. Jo, jetzt übertreiben sie es aber auch richtig. Richtig harte Leute. Bam! Schöner weiter Abschlag. Aber selbst den Ball kriegen wir nicht. Wir kriegen auch gar nichts, kann das sein? Wechsel doch zu dem, Alter. Das macht doch viel mehr Sinn. Seht ihr das? Ich komme nicht mehr an den Ball. So. Ja, lauf. Schöner Pass auf Thiermann. Und jetzt muss ich schon wieder flanken, ey. Darauf habe ich keine Lust. Was war das denn? Mann. Das geht mir auf den Sack.
Ja, kannst du den nicht mal annehmen? Und du kannst nicht mal den Ball nehmen, obwohl er ein Zentimeter neben dir war. So, komm. Lauf einfach. Ja. Irgendwann kommt er noch durch, habe ich gedacht. Oh Mann, ey. Ah Mann. Komm schon. Da hat Baku den Ball wieder, also ich... Ja, wollte gerade sagen, war überhaupt kein Foul, ey. Ich kann keine Freistöße schießen. Wie geht das überhaupt? Freistoßpräzision. Aber gut, wir haben niemanden, der hier Freistöße überhaupt schießen kann. Deshalb, sage ich mal, schießen wir einfach mal drauf. Bam! Das tat bestimmt weh. Komm schon, lauf! Warum laufen sie nicht? Ah, bam! Aus der zweiten Reihe, das muss doch auch mal sein. Aber keine Ecke. Nicht mal eine Ecke kriegen wir. Nicht mal eine fucking Ecke. Komm schon. Kaiserslautern. Klar dominierende Mannschaft. Schöner spielend auch noch. Es wirkt, als hätten die so Ballbesitzfußball. Aber das ist doch dafür trotzdem zu ideenlos. Komm schon, Torwart. Danke. Man weiß ja nie bei FIFA. Torhüter sind doch immer so eine Sache. So. Ah, das ist gut. Oh, schön durch die Beine. Ja, was mache ich jetzt? Bin in die Mitte gezogen, aber wirklich was gebracht hat's nicht. Die stehen überall, die Jungs, Alter. Die sind in der Mitte, alles voll. Ich bin viel zu schlecht für solche. So kann ich nichts machen. Ich muss das irgendwie anders machen. Irgendwie komme ich da anders schon durch. Ja, was war das denn? Was war das denn für eine Aktion? Oh Mist. Ja, gut. Komm schon. Inne. Ja, guck mal. Ich konnte so gut werfen. Aber Hauptsache dann, wenn ich werfen kann, dann steht er da auf einmal voll wie ein Stück Scheiße. Komm schon, lauf! Ist das Gefühl, die haben so keinen. Die sind nicht energisch irgendwie. Die sind einfach so. Und beim Computer, die kommen irgendwie immer dahin. Ich weiß auch nicht. Komm schon. Ach, ich habe auch noch überhaupt nicht gewechselt. So, komm. Das war ein schöner Pass auf Choroba. Ja, übertreib mal mit der Annahme, Alter. Das ist auch neu, oder? Dass er nicht ordentlich den Ball annimmt. Ja, schön. Komm schon. Dann wenigstens 0:0. Was war das für ein Pass? Junge. Komm, Alter, jetzt offensiv. Die Jungs müssen erstmal mit der neuen Taktik klarkommen. Komm, lauf, 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 lauf. Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Und das ist ein viel zu schlecht gepasster Ball. Und das war ein 0:0. Und zwar ein richtig bitteres, mageres, hässliches 0:0. Aber besser als 1:0 verlieren, kann ich dazu nur sagen. Und ja. Weiter. Oh, Fehlschuss und Parade von mir. Ja, super toll. Also offensiv, da muss ich echt noch mal ein bisschen dran arbeiten.
dass ich da mal irgendwas geschissen kriege. Lustigerweise klappte das bei FIFA 18 richtig gut. Bei FIFA 19 bis jetzt noch nicht. Da gucken wir mal, wie die Spieler sich entwickeln. Und simulieren schon mal bis zum nächsten Spiel gleich. Und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei. Das ging schon recht schnell. 1 und 2. Ich glaube, jetzt sind alle Berichte durch. Logan Rogerson. John Patrick Strauß. Felix Geißler, Niklas Schmidt, Sebastian Klaas, Fabian Schölein. 61 mit Level 20, wollte ich gerade sagen. Und der auch 61 mit 21. Oh Mann. Niklas Schmidt 63 mit 20. Das ist schon viel besser. Der hat nur eine 57. Vielversprechend temporeich von Carl Zeiss Jena. Strauß 63. 68 Fabian Schönheim aus Union Berlin. Wie viel Marktwert? 600.000. Der ist nämlich 31 Jahre alt. Klaas, Sebastian Klaas. Was hat er denn so? Antritt, Beweglichkeit, Sprungkraft, Übersicht, Sprintgeschwindigkeit, Balance, Ballkontrolle, Dribbling, Effet, kurzer Pass ist okay. Geißler? Das ist ein schneller Dude, das muss man mal sagen. Ich weiß nicht, ob ich mir... Flankenabschluss, kurzer Pass ist in Ordnung, Effet, also was heißt in Ordnung mit den 60ern Reihen hier? Was kannst du so? Der ist lahmarschig wie Sau, kann aber vom Weiten schon draufzimmern. Ich werde den Felix Geißler, werde ich mal hier, ja, der ist 21. Aber der ist schnell. Der ist 21 und schnell, den nehme ich mir. Transferzentrale. Damit wir auch noch einen guten Innenverteidiger haben, kann ich mir den vermerken. Den kann man vielleicht sogar loseisen. Der Hüsing, der hat 70, soweit ich noch weiß. Daran kann ich mich irgendwie erinnern. Max sprang vor einem Zug. Benedikt Kirsch. Celebi. Sam Schreck, Schubert, Exlager, Pertl. Pertl, Alter, den kann man gebrauchen. Ey. Wie teuer ist der Herr Pertl denn bitte? Und wie alt ist der vor allem? Pertl, 29. Den muss ich mal ein bisschen scouten, um zu gucken, ob das was bringt. Weil der ist, glaube ich, ein guter Freistoßschütze. Oder ein solider zumindest. Das muss ich auch haben, ein Freistoßschützen. Stammspielerqualität. Das müssen wir mal gucken. Transfer, globales Transfernetzwerk, Aufträge. Ich hätte gern einen Innenverteidiger, der das kann irgendwie. Keine Ahnung, ich finde das irgendwie geil. Innenverteidiger. Ich will mal gucken, ob es das gibt. Freistoßspezialist und vielversprechend. Das gibt's bestimmt nicht, ja? Aber ich dachte, das ist mal was Cooles irgendwie. Ich finde Freistoß, so wie Naldo damals so. Coole Leute, die Freistöße schießen können. Und in der Verteidigung spielen und immer spielen quasi. Das finde ich gut. Ja, vielleicht übertreiben wir das mit dem... mit der Innenverteidigung. Vielleicht kommt ja einer dabei raus. Machen wir doch lieber alle. Wir brauchen ja generell einen. Das bearbeiten wir jetzt trotzdem nochmal. Und zwar Freistoßspezialist vielversprechend. Und vielleicht auch Stammspielerqualität. Ne, machen wir lieber so. Das ist okay. Der Nikolas Gauner. Dieser Gauner, du. Und warum ist diese... Warum wechselt das immer? Verarsche irgendwie. Bürger. Hat der Freistoß irgendwie? Fernschüsse, Flanken? Nee, der bestimmt nicht. Wer hat denn hier die besten Freistoß? Fernschüsse, Freistoß.
Freistoß. Freistoß. Freistoß. Freistoß. Freistoß. Keiner kann Freistöße schießen. Das ist wirklich, 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 wirklich traurig. Naja, gut. Ja, möchte ich. Und jetzt bitte lasst es auch mal so. Baku Binakage. Binakai. Sportfreunde Stiller. Okay, und dann sehen wir uns das nächste Mal gegen die Sportfreunde aus Lotte. Bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein für Folge 3. Und tschüssi.